Was ich oft merke, ist bei alleinerziehenden Müttern, die haben es extrem schwer, einen Mann zu finden, wo sie sich dann wirklich auch in ihrer femininen Energie endlich mal entfalten können, so weißt du? Richtig maskuline Typen stehen auf richtig feminine Frauen. Liebe Frauen, nehmt es mir bitte nicht persönlich oder ernst, aber... Oh, jetzt wird's toxisch. Frauen sich langfristig nicht glücklich machen können. Ja, ich habe gemerkt, dass Männer nötig sind, gute Männer nötig sind, damit Frauen glücklich sind. Und mittlerweile sind es schon 60 Jahren indoktriniert wird, feministisch indoktriniert wird. Also Mannsein ist nicht wirklich erwünscht mittlerweile. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Diese Fitnessfrauen kommen meistens mit den 10% oder 5% der Macker aus dem Bodybuilding zusammen. Und diese Macker, die machen die ganze Szene platt. Also stimmt, aber auch. Man sieht oft die Mädels, die auch ein bisschen bepackter sind mit irgendwelchen krassen Bodybuildern, die noch stronger sind, so, ne? Ist ja auch irgendwie verständlich, weil als Frau bin ich ja auch der Meinung, dass eine Frau ja immer noch jemanden haben will, der ein bisschen größer ist, der ein bisschen Beschützer-Feeling für die Frauen gibt. Absolut. Die Frau will feminin sein. Und sie spürt das Feminine nur, wenn sie das Gegenstück hat, die Polarität, maskulin. Mhm. Das Problem ist, wenn du als wenn du aber dann Mädchen, wenn du schon so eine Kante bist und auf der Bühne stehst, dann findet man einen Mann, der noch maskuliner ist als du, gerade in der heutigen Welt. Da musst du fast schon einen Silberrücken-Gorilla an der Seite haben, einen tätowierten MMA-Fighter, der 1,99 Meter groß ist. So. Weil sonst spürst du es nicht. Sie wollen sich ja feminin spüren. Da hast du recht, das wird dann ziemlich schwierig. Ja, das ist auch eine Sache, die ich auch immer wieder beobachte bei Frauen, die von Haus aus ein bisschen maskuliner sind, von ihrer Art und Weise. Und vielleicht auch, was ich oft merke, ist bei alleinerziehenden Müttern, die schon irgendwie zwei Kinder großgezogen haben, dass die natürlich eine gewisse Maskulinität aufbauen, weil sie für dieses Kind auch quasi Mutter und Vater spielen müssen, wie bei meiner Mom auch. Die haben es extrem schwer, einen Mann zu finden. Die haben es extrem schwer, jemanden zu finden, der ihnen noch das Beschützer-Feeling gibt, wo sie sich dann wirklich auch in ihrer femininen Energie endlich mal entfalten können, so weißt du? Definitiv. Das ist traurig, aber die Single-Mutter muss ja fast schon in die maskuline Versorgerrolle rein. Und deswegen ist es so, dass sie halt... diese femininen Attribute dann verliert. Das Problem ist, dass richtig maskuline Typen stehen auf richtig feminine Frauen. Das ist es. Also der Typ, den sie möchte, der will keine Frau, die sagt, okay, let's go, wir sind Partner, Boss, Babe, will er nicht. Ich weiß. Der will die zerbrechliche, liebliche, freundliche, kooperative, hübsche Frau. Mhm. Safe. Liebe Frau, nehmt es mir bitte nicht jetzt irgendwie persönlich oder ernst, aber... Oh, jetzt wird's toxisch, glaube ich. Jetzt wird's toxisch, jetzt wird's ordentlich giftig. Aber ich habe wirklich eine sehr große Lebenserfahrung, wie ihr mitbekommen habt, habe ich über Jahrzehnte wirklich mit Menschen zusammengearbeitet und 11 Jahre exklusiv nur mit Frauen. Und mittlerweile weiß ich, dass Frauen sich langfristig nicht glücklich machen können. Sie können sich nicht langfristig glücklich machen. Also ich kann dir den besten Tag geben, die Louboutins, die Louis-Tasche, und ich kann dir den besten Tag geben. Aber irgendwann mal ist es so, dass dir das nicht ausreicht. Frauen haben die Natur, dass sie entsprechend mehr wollen, mehr erleben und noch mehr erleben. Aber sie brauchen diese Grenze, die von Männern gesetzt wird, und sie brauchen jemanden, der sagt, Baby, es ist gut. Das ist gut so, es ist genug. Und das ist wie, Frauen sind wie der wilde Fluss, und wir sind der Flussgang, also letztendlich, wie wir den Fluss halt leiten. Sie brauchen diese maskuline Energie, damit sie auch entsprechend glücklich werden können. Glaubst du, dass es andersrum genauso? Andersrum ist es so, dass wir Männer, wir sind die Macher der physischen Welt. Wir haben die Welt mit unseren Händen gemacht. Wir sind dafür ausgestattet, ja. Das Problem bei uns ist, wir sind zu kopflastig. Wir sind immer Sicherheit, immer beweisen, immer machen. Wir nehmen die Axt und machen den ganzen Wald platt. Wir hören nicht auf. Wir brauchen diese feminine positive Energie, diese spirituelle Energie der Frau, die uns den Kopf mit dem Herzen verbindet und sagt, Baby, das ist genug. Du bist gut genug, so wie du bist. Schon ein gewisser Antrieb da ist, aber nicht so, dass du dich wirklich nur im Kopf verlierst. Und Männer neigen dazu, die meisten, dass sie halt die Verbindung zu ihren Emotionen nicht hinbekommen, weil Emotionen helfen in der Männerwelt nicht.
Emotionen helfen nicht, dich, ich sage jetzt mal, schwach zu zeigen, hilft dir nicht. In einer Welt, wo andere vorwärts kommen wollen, du Schwäche zeigst, ist es so, dass dein Kopf ziemlich als erster fällt. Mhm. Ja? Also ich rede jetzt nicht keine Emotionen und keine Schwäche zeigen. Es gibt Situationen, es gibt Personen, denen du dich öffnen kannst, aber grundsätzlich ist es keine Tugend, die dich in der Welt physisch weiterbringt. Und das ist unser Problem. Männer können zufrieden sein, weil wir unsere Grundbedürfnisse decken. Wir können essen, schlafen, wohnen. Wir brauchen nicht mal viel. Wenn wir keine Frauen beeindrucken müssen, brauchen Männer nicht wirklich viel. Mhm. Wir können uns eine Xbox oder so kaufen, ein bisschen zocken, was trinken, Freunde treffen und dann sind wir sehr zufrieden. Aber die wahre Erfüllung kommt wirklich auch mit der Verbindung zum Herzen, wenn wir uns auch entsprechend endlich mal geliebt fühlen und gut genug fühlen dürfen. Ja, das ist auch die Sache, die ich auch denke, also wo ich auch sage, dass wir brauchen uns gegenseitig. Mann und Frau sind dafür da, um eine gute Einheit zu bilden, damit wir beide am Ende des Tages glücklich sind. So. Weißt du, wenn wir von Emotionen reden, ist es oft so, dass die meisten an feminine Emotionen denken. Öffne dein Herz, weine auch ein bisschen, zeig dich schwach. Weißt du, wenn wir Männer keinen Ausweg wissen oder Menschen keinen Ausweg wissen, dann gibt's ja diese typische Flucht- oder Angriff-Reaktion. Nur das Problem ist, Männer, die angreifen, die Art der Emotionen, die wir zeigen, ist Aggression. Und das willst du nicht. Du willst nicht Männer, die frustriert sind und emotional dann aggressiv sind. Dann hast du Chaos da draußen. Echten Chaos. Und das ist ja auch deswegen will man ja die Männer so ein bisschen einschläfern. So einfach mal ein bisschen ruhig halten, indem dass man ihnen sagt, hey, Männlichkeit ist toxisch und schau zu, dass du Emotionen zeigst, rede über deine Gefühle. Wir werden femininisiert. Mhm. Und das hat einen Zweck, weil wenn Männer zu ihrer Männlichkeit stehen und plötzlich Ungerechtigkeit erfahren, und das sind starke Männer, die verantwortungsvoll agieren und nicht alles mit sich machen lassen wollen, dann kann es gesellschaftlich problematisch werden. 50 solche Macker, solche Babos, die sich zusammentun, unzufrieden sind, was verändern wollen, aber dann eben negative Emotionen aggressiv zeigen, das ist ein großes Problem. Mhm. Und das will die Gesellschaft verhindern. Gehen wir weiter im Faden. Wir wollten eigentlich jetzt mal schauen, wie du von dem Bereich Frauencoachen dann weitergegangen bist. So. Ja, ich habe gemerkt, dass Männer nötig sind, gute Männer nötig sind, damit Frauen glücklich sind. Und dann habe ich gesehen, dass es wenig gute Männer hat. Ich definiere jetzt einfach mal gute Männer. Solche Männer, die ihrer Männlichkeit bewusst sind und auch ihre Rolle in der Gesellschaft gut spielen, Vorbilder sind und ja, was aus ihrem Leben machen, erfolgreich sind. Also es gibt leider nicht so viele, besonders Unterschicht, Mittelschicht, gibt es nicht so viele positive maskuline Vorbilder, weil wir in einer Gesellschaft leben, die seit gut, ja, mittlerweile sind es schon 60 Jahren indoktriniert wird, feministisch indoktriniert wird. Also das Mannsein ist nicht wirklich erwünscht mittlerweile, also ist nicht mehr so angesagt wie auch schon. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass wir das eben nie lernen. In der Schule lernst du das nicht. Wenn du keine maskulinen Vorbilder hast, also kein Vater, der seine maskuline Energie auch lebt und fühlt, oder einen großen Bruder, Onkel, dann ist es so, dass dir das nie irgendjemand beibringt. Und die Frauen sehnen sich nach dieser maskulinen Figur. Die gibt's aber nicht. Männer sehnen sich danach. Also deswegen schauen wir auch Actionfilme. Deswegen ist es so, zu meiner Zeit wurde Arnold und Sylvester Stallone und Van Damme, die wurden alle berühmt, weil das eine gewisse Form von Energie ist, die bei uns sehr gut ankommt. Mhm. Wenn du diese Filme dann aber femininisierst und in die Hauptrolle dann eine Frau stellst, dann gibt's einen Flop. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja. So wurde ich ja eigentlich zum Männercoach, mittlerweile seit 4,5 Jahren. Angefangen habe ich mit Einzelcoachings und dann habe ich die erste Firma aufgebaut, das hieß Alpha Man Mentoring, habe ich mit dem Neddy, einem guten Freund von mir, aufgebaut. Ja. Wie hast du die Transition dann gemacht? So? Also hast du wirklich von einem Tag auf den anderen dann gesagt, okay, ich mache hier einen harten Cut jetzt, ich höre jetzt auf, Frauen zu coachen und coache jetzt nur noch Männer. Das ist ja krass, dass du auch diese Polarität am Start hast, dass du erst nur Frauen gecoacht hast und jetzt nur noch Männer coachst. Ja.
Ja. Also es tatsächlich war es so, den harten Cut habe ich gemacht, als ich an einem Punkt gesagt habe, ich coache keine Athletinnen mehr. Ich habe keine Wettkampfathleten mehr gecoacht. Mhm. Dann aber habe ich ein Gym betrieben und währenddem, dass ich das Gym betrieben habe, habe ich das andere aufgebaut, habe angefangen, Männer zu coachen. Mhm. Dann kam die ganze Covid-Geschichte mit den Maßnahmen, die haben uns die Arbeit verunmöglicht. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, das ist ein Zeichen. Es wird dir, das Leben wird dir erschwert, das Mannsein wird dir erschwert. Ich kann jetzt nicht Versorger und Beschützer sein, wenn jemand kommt und sagt, nein, du darfst nicht. Du darfst dein Gym nicht betreiben, dann ist vorbei. Ja. Und hast du Männer auch dann erstmal im Fitnessbereich gecoacht oder direkt auch mental? Mhm. Beides. Also zuerst Fitness. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Männer ins Gym zugelassen. Das war dann ganz schön für die unter den vielen Frauen. Und es gab eine coole Atmosphäre. Ich hatte ein kleines Boutique-Gym und das war richtig cool. Aber dann habe ich angefangen, mit denen mental zu arbeiten. Und das habe ich dann mit der Zeit immer mehr und mehr ausgebaut. Hatte ja mit der Zeit auch eine gewisse Lebenserfahrung. Gesundheitlich habe ich einiges erreicht. Ich habe ja selber auch ein bisschen gepumpt und habe da auch einige Titel eingeheimst im Bodybuilding. Also ich weiß, von was das ich rede. Ich habe Ernährungsberater Lizenzen gemacht. Ich habe mich weitergebildet bei Experten. Ich wusste, von was das ich rede. Mhm. Unternehmerisch habe ich mehrere Unternehmen gegründet, immer wieder auf die Nase gefallen, aber aufgestanden und weitergemacht und durch die Erfahrung was gelernt. Beziehungstechnisch war es auch so, da war ich persönlich in der Vergangenheit extrem so ein nice guy. Ich war nicht unbedingt, ich war schon Alpha, aber blue-gepillter Alpha. Ich habe Dinge gemacht, wo ich in der Retrospektive denke, mein Gott, du hast ja voll falsch agiert. Aber niemand hat es mir beigebracht. Es wird dir nicht in der Schule beigebracht, wie du als Mann eigentlich dich verhalten musst. Dann mit der Zeit versuchst du es. Oft auch nicht von zu Hause leider so. Ich bin zum Beispiel auch ohne Vater groß geworden. Recht nicht. Mhm. Wie will deine Mutter dir erklären, wie du zum Macker wirst, wie du sexuell attraktiv bist auf die Frau, auf was die Frauen stehen? Will die Mama dir sagen, keine Sorge, wenn du sie so am Hals packst, dann steht sie drauf. Das macht doch die Mama nicht. Hau ihr auf den Arsch oder so, das sagt sie nicht. Aber mit der Zeit ist es so, du hörst das und zuerst geht's gegen dein Weltbild. Du denkst, nein, das kann doch nicht sein. Frauen sind doch nicht so. Was? Und dann erlebst du es selber und dann denkst du, okay, es ist wirklich so. Und mit der Zeit ist es so, dass deine ganze Welt kehrt sich um 180 Grad. Ja. Jetzt ist es plötzlich so, dass du Frauen aus einer total anderen Perspektive kennst, wie du es dir überhaupt nicht vorgestellt hast. Und das ist auch eben diese feminine Seite, wo du dann merkst, okay, sie braucht den maskulinen Aspekt. Sie braucht nicht den Partner, den lieben Freund. Also klar, ich rede jetzt nicht davon, dass du ein Assi bist und aggressiv in einer Beziehung bist, aber du musst diese maskuline Rolle spielen und sie muss die feminine Rolle spielen und dann funktioniert es halt verdammt gut. Anyway, ich habe Covid. Den Respekt nicht vergessen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig so dabei, damit es nicht in eine Anführungszeichen toxische Richtung geht, dass man immer noch Respekt hat einfach. Respekt ist ja, dass die persönlichen Grenzen auch respektiert werden. Wenn du sagst, ich will nicht, dass du Beispiel männliche Freunde hast. Das ist so deine rote Linie, wo du sagst, ich will nicht, dass diese Linie überschritten wird. Mhm. Und wenn sie sagt, ja, aber wir kennen uns schon lange etc. und du das mit dir machen lässt, dann ist das schon der erste Cut. Okay, und dann gibt's so den Tod mit 500 kleinen Schnitten, die du mit der Zeit haben kannst. Du musst klare Grenzen, vor allem am Anfang der Beziehung setzen. Am Anfang ist es so, dass die Frauen sich noch am besten geben und am meisten Verständnis haben. Da gibt's weniger irgendwie Gegenwehr von der Frau. Wenn du da sagst, ich will das nicht, wird sie sagen, verstehe ich. Sie versteht's auch. Wenn du das aber zulässt und nach 6 Monaten sagst, ich will das nicht, dann versteht sie es auch. Aber jetzt kommt ein Powerplay. Jetzt geht es einfach darum, naja, ich verstehe es, aber ich will es nicht. Mhm. Und das ist halt schwierig, diese Grenzen im Nachhinein zu setzen, wenn du es schon erlaubt hast, dass sie alles Mögliche machen kann. Also da gebe ich dir recht, Respekt ist ganz weit oben. Habe ich auch gemerkt bei mir persönlich, auch in einer Beziehung, die ich geführt habe, wo ich am Anfang nicht
genau klar gemacht habe, wo meine Grenzen sind und was ich erwarte, das hat im Nachhinein wirklich zu Problemen geführt. Und ich glaube, es ist halt bei vielen Leuten so, dass die das tun, weil sie diese Frau unbedingt haben wollen, nicht verlassen werden wollen und dann halt alles dafür tun und sich so verhalten, wie die Frau es gerne möchte, damit sie sie dann bekommen. Aber das ist toxisch. Also das wird hinten raus definitiv toxisch. Meiner Meinung nach. Das ist aus persönlicher Erfahrung. Klar. Das ist manipulativ. Aber Das ist ja, wir manipulieren ja alle. Also ich nicht mehr. Ich bin zu alt für solche Spielchen und ich habe keine Zeit dafür. Und es macht dir dein Leben auch nicht einfacher, wenn du es verstanden hast. Ja, so. Wenn du einfach immer ehrlich bist und von Anfang an genau das sagst, was du erwartest und du einfach so bist, wie du bist, dann ist das die beste Basis für eine gut laufende, lange Beziehung auch, weißt du? Für eine kurze Beziehung, okay, dann lügst du da rum, aber das kann ich dir versprechen, das wird langfristig nicht das Gelbe vom Ei sein. Nein, die meisten, das Lügen kommt von früher, als wir noch mit 17, 18 Jahren absolut im Mangel waren. Ja, jeden Tag ein Ständer in der Hose und du hast keine Frau abbekommen, kein Geld, kein Aussehen, nichts, ne? Keine Muskeln, nichts. Und da ist es so, dass auch dein Selbstwert auch davon auch entsprechend geprägt wird. Und diesen Selbstwert nimmst du vielleicht mit. Heute bist du vielleicht 28, aber hast immer noch diesen Selbstwert von damals, als du 17 Jahre alt warst. Und deswegen versuchst du dich bei der Frau zu verkaufen, indem dass du halt entsprechend dich so gibst, wie du nicht selber bist oder Dinge akzeptierst, wo du eigentlich im Vornherein spürst, dass du das eigentlich nicht möchtest. Ich weiß nicht. So, weil du hast das Gefühl, sonst schaffe ich es nicht. Aber das kommt auch, das haben wir auch. Wir Männer haben einen Minderwertigkeitskomplex oft bis Mitte 20, außer du bist ein richtig toller Typ. Ja, weißt du, wenn du schon positive Erfahrungen mit 17, 18, 19, 20 sammelst, ähnlich wie hübsche Frauen, wenn du so tolle Erfahrungen sammelst, dann bist du selbstbewusst. Weil die Erfahrungen geben dir recht, die positiven Erfahrungen. Wenn du das nicht hast, dann ist es so, dass du im Grunde genommen mit einem angeknacksten Selbstwertgefühl Frauen ansprichst. Und plötzlich ist es so, dass du die 7er Frau anschaust, als ob sie eine 12 ist. Du gehst dahin, du weißt, was du zu tun hast, aber du siehst sie über dir. Mhm. Unter Umständen hast du vergessen, dass du jetzt mittlerweile stabil, gut aussehend etc. bist, dass du wirklich ein guter Typ bist, du siehst das nicht, du siehst einfach die Frau und du hast das Gefühl, sie ist über mir. Und aus diesem Verhältnis eine Frau anzusprechen, ist fatal. Frauen wollen das nicht. Frauen wollen nicht auf ein Podest gestellt werden. Sie wollen nicht behandelt werden wie irgendwelche Superstars. Du machst dich eigentlich voll zum Fanboy, zum Beta auf diese Art und Weise. Das ist wie Likes auf Instagram. Das ist so, ich hab 50.000 Likes und 100.000 Follower, das gibt ihnen das Gefühl, dass sie könnten, wenn sie wollten. Was absoluter Bullshit ist. Weißt du, ich könnte, wenn ich wollte. Ja, du könntest dich flachlegen lassen von Losern, aber das willst du ja nicht. So. Wenn du einen möchtest, dann willst du den besten Typen, den du haben kannst. Groß, stark, intelligent, Humor, Geld, alles soll er mitbringen und er soll genau dich auswählen. Den willst du. Und der Typ, der hungert nicht den Frauen nach, der ist nicht so durstig und geht auf OnlyFans oder auf Social Media Frauenbilder liken. Der Typ hat eine Fülle, der hat Möglichkeiten, der hat Dates. Und deswegen ist es so, dass er auch, wenn er mit dir zusammen ist, es dich spüren lässt, dass er dich nicht unbedingt braucht. Deswegen ist er attraktiv. Die anderen, wenn wir zusammen in einen Club gehen und ich komme so, wie ich jetzt bin, ich war jetzt seit 4 Wochen nicht beim Barber, sehe aus wie ein Höhlenmensch und dann gehe ich eine Frau ansprechen und dann tut ihr das nicht so gut, wie wenn du dahin gehst, wenn du frisch vom Barber, vom Pumpen, gut gestylt dahin gehst und ihr ein Kompliment machst. Wir können dasselbe sagen, aber mein Kompliment wird dir nicht so gut tun wie dein Kompliment, weil dein Marktwert in dem Fall höher ist und dein, ich sage jetzt mal, Wert entsprechend auch mehr wiegt als meiner.